Der Audi A6. Ein Automobil mit markant visionärem Design und innovativer Technik. Sein großzügiges Raumangebot verleiht ihm hohen Komfort und universellen Nutzen. Die drei Ausstattungsvarianten Advance, Ambition und Ambiente schaffen eine exklusive und individuelle Innenraumatmosphäre. Eine Palette leistungsstarker, sparsamer Motoren sorgt für souveränes Fahrvergnügen. Das fortschrittliche Fahrwerk mit technischen Highlights wie dem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP und der Vierlenker-Vorderachse aus dem A8 bietet ein Maximum an Fahrsicherheit. Wir möchten Ihnen in den nächsten Minuten das Wichtigste zeigen, das es über die Bedienung des Audi A6 zu wissen gibt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle vorgestellten Funktionen und Ausstattungen im Serienumfang enthalten sind. Sie haben zwei Hauptschlüssel und einen Werkstattschlüssel. Der Werkstattschlüssel öffnet nicht das Handschuhfach und die Gepäckraumklappe. Den kleinen Notschlüssel können Sie in die Brieftasche stecken. Auf diesem Anhänger steht die Nummer für die mechanische Schließung und eine verdeckte Nummer für die elektronische Wegfahrsperre. Bewahren Sie ihn gut auf für den Fall, dass einmal ein Schlüssel ersetzt oder neu beschafft werden muss. Die Zentralverriegelung öffnet Türen, Gepäckraumklappe und Tankdeckel und entschärft die optionale Diebstahlwarnanlage. Sie brauchen nur den Öffnungsknopf der Fernbedienung zu drücken. Mit ausgeklapptem Schlüssel können Sie am Fahrertürschloss auch manuell auf- und zusperren. Halten Sie den Schlüssel länger in Öffnungsstellung oder drücken Sie die Fernbedienung länger, öffnen sich alle Fenster. Der Gepäckraum hat zwei Griffe zum Öffnen, rechts und links unter dem Schloss. Steht das Gepäckraumschloss waagrecht, lässt es sich nur mit dem Schlüssel, nicht mit der Fernbedienung öffnen. So bleibt Ihr A6 mobil und das Gepäck gesichert. Das Warndreieck steckt in der Heckklappe. Im linken Seitenfach ist die Werkzeugbox untergebracht. Das Reserverad liegt unter dem Ladeboden. Zum Erweitern des Laderaums Kopfstütze versenken, Gurteinsteller zur Seite schieben, aufschließen, Lehne entriegeln, umklappen, fertig. Jetzt haben Sie 840 Liter Laderaum. Wenn Sie die Lehnen später wieder hochklappen, vergewissern Sie sich zu Ihrer Sicherheit, dass sie gut verriegelt sind. Sie können eine Ladung an den Ösen im Gepäckraum mit der serienmäßigen Gepäckspinne verzurren. Einfach so einhaken. In die Gepäckraumklappe des A6 Avant ist ein aktiver Rückstrahler integriert. Das Warndreieck steckt in der Heckklappe. So öffnen Sie die Laderaumabdeckung. Rechts und links im Laderaum sind Staufächer angeordnet. Das linke enthält die Werkzeugbox. Darüber ist eine 12 Volt Steckdose angebracht. Auch der Laderaum des Avant ist variabel. Zum Ausbau der Abdeckung rechten Druckknopf drücken und Abdeckung herausheben. Kopfstützen versenken, Entriegelungshebel nach vorne ziehen und Lehne umklappen. Gegebenenfalls auch die andere Lehne umklappen. So erhalten Sie 1570 Liter Laderaum. Das Trennnetz lässt sich in Ösen am Dachrahmen einhaken. Wenn Sie die Sitzlehne später wieder hochklappen, zeigt der Sicherungsstift an, dass die Verriegelung eingerastet ist. Das Sicherungsnetz für Ladegut mit Beschriftung Top oben im Laderaum auslegen und an allen vier Ecken in die Verzurrösen einhaken. Ladegut möglichst weit unters Netz schieben. Verzurrgurte straff ziehen. Die Sitze bieten vielfältige Verstellmöglichkeiten für eine bequeme Sitzposition.
Elektrisch lassen sich Längsposition, Sitzflächenhöhe und Neigung sowie die Lehne verstellen. Wölbung und Höhe der Lendenwirbelstütze lassen sich über eine Schalterplatte elektrisch anpassen. Damit Sie möglichst bequem sitzen, lässt sich auch das Lenkrad verstellen. Schwenken Sie den Hebel unter der Lenksäule nach unten und bringen Sie das Lenkrad in eine bequeme Position. Dann den Hebel schließen. Sie sollten mit leicht angewinkelten Armen sitzen. Verstellen Sie das Lenkrad zur Sicherheit nur im Stand. Die Oberkante der Kopfstützen sollte mindestens auf Augenhöhe liegen, besser noch darüber. Anschnallen ist unerlässlich für Ihre Sicherheit. Die Gurthöhe lässt sich so einstellen, dass der Gurt korrekt über die Schultermitte verläuft. Auch die Kopfstützen hinten lassen sich Ihrer Körpergröße anpassen. Mit dem Gurteinsteller regulieren Sie den korrekten Gurtverlauf. Im Audi A6 finden Sie zahlreiche Ablagen. In der Armaturentafel auch eine Aufnahme für Getränkebehälter. Den Verbandskasten finden Sie in der Limousine unter dem Beifahrersitz, im Avant in der hinteren Armlehne. Die Außenspiegel lassen sich elektrisch einstellen. Seite wählen und mit dem Schalter zwischen den Vordersitzen die Spiegel in die richtige Position bringen. Für enge Durchfahrten lassen sich die Außenspiegel anklappen. Die Außenspiegel werden bei eingeschalteter Zündung beheizt. Der Innenspiegel lässt sich abblenden. Mit Automatikfunktion blenden Innen- und Außenspiegel bei Lichteinfall selbsttätig ab. Den Drehknopf für Stand- und Fahrlicht finden Sie links neben den Instrumenten. Durch Herausziehen schalten Sie Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ein. Bei beladenem Fahrzeug kann es nötig sein, dass Sie die Scheinwerferleuchtweite einstellen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Bei Xenon-Lichtanlage regelt sich die Leuchtweite automatisch beim Einschalten der Zündung. Die Scheibenwischer haben Tippwischfunktion, Wischwaschfunktion und zwei Wischgeschwindigkeiten. Außerdem per Stellrad in 4 Stufen wählbare Wischintervalle. Die Intervallschaltung arbeitet auch geschwindigkeitsabhängig, weil bei schneller Fahrt mehr Regen auf die Scheibe trifft, wird häufiger gewischt. Die Fenster des Audi A6 öffnen und schließen vorne und hinten elektrisch. Durch kurzes Antippen des Schalters fährt ein Fenster ganz hinunter. Jedes weitere Antippen des Schalters unterbricht den Öffnungs- oder Schließvorgang. Kurzes Anheben des Schalters schließt das Fenster wieder. Mit dem Sicherheitsschalter lassen sich die hinteren Fensterheber sperren. Das Beleuchtungskonzept umfasst unter anderem gesonderte Leseleuchten für Fahrer und Passagiere sowie beleuchtete Schminkspiegel. Bei starker Sonneneinstrahlung können Sie einen Sonnenschutz unter dem Schiebedach schließen. Das Schiebeausstelldach können Sie durch Drücken des Schalters aufstellen und durch Ziehen des Schalters wieder schließen. Mit einer Drehung des Schalters lässt sich das Dach in eine vorgewählte Position fahren. Falls sich das Schiebedach einmal nicht automatisch schließen lässt, finden Sie eine Kurbel zur Notbetätigung im Deckel des Sicherungsfachs. Hebeln Sie mit der Flachseite des Schraubendrehers vorsichtig die Glasabdeckung auf und nehmen Sie das Leuchtengehäuse heraus. Jetzt können Sie das Dach mit der Kurbel schließen. Mit einem Knopfdruck lassen sich gleichzeitig alle Türen und die Gepäckraumklappe verriegeln. Bei einer Airbag-Auslösung öffnet sich diese Sperre, um Hilfe von außen zu ermöglichen. In einer Mittelarmlehne oder auf der Tunnelkonsole zwischen den Vordersitzen findet ein Telefon Platz. Zur Sicherheit sollten Sie nicht während der Fahrt telefonieren.
Nach Einschalten der Zündung zeigen Ihnen Kontrollleuchten die Funktion von Airbag, ABS und Generator und elektronischer Wegfahrsperre an. Die Serviceintervallanzeige informiert Sie darüber, wann Ölwechsel oder Inspektion fällig sind. Das Fahrerinformationssystem FIS überwacht ständig wichtige Funktionen und Fahrzeugkomponenten. Das FIS weist auch mit optischen und akustischen Signalen auf Störungen hin. Bei Aufleuchten eines roten Warnsymbols, etwa für zu geringen Öldruck, sollten Sie sofort anhalten und erst weiterfahren, nachdem die Störung beseitigt ist. Gelbe Warnsymbole weisen auf weniger gravierende Störungen hin, zum Beispiel kein Wasser in der Scheibenwaschanlage. Eine Geschwindigkeitswarnschwelle speichern Sie durch Druck auf den Prüfknopf des Checksystems, wenn der Tacho die gewünschte Geschwindigkeit anzeigt. Symbol und Ton warnen dann bei Überschreiten dieser Geschwindigkeit, zum Beispiel des Maximaltempos für Ihre Winterreifen. Der Tank fasst ca. 70 Liter. Steht der Zeiger auf Reserve, sind noch etwa 9 Liter im Tank und eine Warnlampe leuchtet. Zusätzlich erscheint im Display des FIS ein Warnsymbol. Über den Bordcomputer können Sie während der Fahrt Informationen abrufen, zum Beispiel über Reichweite, Fahrzeit oder Außentemperatur. Zur Ölkontrolle die Motorhaube durch Ziehen am Hebel öffnen. Ein Zug an der Lasche entriegelt den Fanghaken, sodass sich die Haube hochklappen lässt. Bitte achten Sie darauf, dass bei Arbeiten im Motorraum erhöhte Vorsicht geboten ist. Den Ölmessstab erkennen Sie am orangefarbenen Griff. Der Wagen sollte beim Prüfen des Ölstands betriebswarm sein und bereits einige Minuten auf ebenem Boden stehen. Der Ölstand ist korrekt, wenn er zwischen den beiden Markierungen liegt. Angaben zum Reifendruck und Kraftstoffsorte finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe. Die Klimaanlage schafft vollautomatisch ein behagliches Klima im Auto. Sie erlaubt individuelle Temperaturwahl für Fahrer und Beifahrer. Einfach die gewünschte Temperatur einstellen, wir empfehlen 22 Grad, und die Taste Auto drücken. Die Anlage kühlt bzw. heizt, bis die gewählte Temperatur erreicht ist und hält sie dann konstant. Dabei wird die Sonneneinstrahlung berücksichtigt und gegebenenfalls eine Seite stärker gekühlt. Wärmedämpferglasung unterstützt die Wirkung der Klimaanlage. Sie können jederzeit manuell eingreifen, etwa um die Frontscheibe zu defrosten oder im dichten Stadtverkehr oder in einem Tunnel auf Umluftbetrieb zu schalten. Wenn Sie beim Radio Typ Konzert Ihren Lieblingssender speichern wollen, schalten Sie es durch Knopfdruck ein und drücken Sie die Scan-Taste. Der Suchlauf spielt jeden Sender kurz an. Ist Ihr Wunschprogramm gefunden, eine der Stationstasten drücken und halten. Der Sender wird kurz stumm geschaltet und die rote Diode der Taste leuchtet auf. Der Sender ist jetzt gespeichert, Sie können ihn mit dieser Taste immer wieder wählen. Zusätzlich zu Ihren so gespeicherten Lieblingssendern können Sie zum Beispiel auf Reisen unter diesen Tasten weitere Sender speichern. Drücken Sie dazu nur die AS-Taste, so lange bis AS Store im Display erscheint. Die stärksten Sender der Region sind jetzt zusätzlich programmiert. 6 im AM bzw. 12 im FM-Bereich. Die Senderspeicher wechseln Sie durch Drücken der AM bzw. FM-Taste. Radio- und Telefonfreisprechanlage können Sie auch am Multifunktionslenkrad bedienen. Die mittleren Tasten links betätigen Vor- bzw. Rücklauf für Senderfrequenz, Kassette und CD-Spur. Die linke untere Taste schaltet zwischen Radio- und Telefonbedienung um. Die mittleren Tasten rechts regulieren die Lautstärke von Radio- und Telefonfreisprechanlage. Mit der Taste rechts unten nehmen Sie ein Telefonat über Freisprechanlage entgegen oder wählen einen Teilnehmer an. Über die Taster oben rechts und links lässt sich die Tiptronik manuell schalten.
Im Navigationssystem werden Funktionen per Drehknopf ausgewählt und durch Knopfdruck bestätigt. Zunächst Zieleingabe, dann Stadt wählen und bestätigen. Anfangsbuchstaben des Ortsnamens eingeben. Erscheint der Ortsname im Display, gelangen Sie über das Zeilenwechselsymbol in die Liste. Dort Ort auswählen und bestätigen. Auf gleiche Weise geben Sie den Straßennamen ein. Anschließend starten Sie die Routenberechnung. Das Navigationssystem führt Sie dann mit optischen und akustischen Hinweisen zum Ziel. Mit leistungsstarken, drehmomentoptimierten Motoren lässt sich der Audi A6 souverän bewegen, mit Fahrleistungen bis in den sportlichen Bereich. Sein Hochleistungsfahrwerk ist das Pendant zu diesen dynamischen Motoren. Fahrerunterstützende Technik steigert die aktive Sicherheit. ABS verhindert ein Blockieren der Räder. EBV sorgt durch optimale Verteilung der Bremsleistung auf Vorder- und Hinterräder für maximale Verzögerung. EDS, die elektronische Differentialsperre, verhindert durch dosierten Bremseneingriff bis 40, beim Quattro bis 80 km pro Stunde, das Durchdrehen der Antriebsräder und sorgt für gute Traktion. Die Antriebsschlupfregelung regelt bei mangelnder Traktion die Motorleistung für optimale Kraftübertragung und Spursicherheit. ESP, ein technisches Highlight des A6, integriert diese Systeme und erweitert sie um die Möglichkeit, selektiv einzelne Räder abzubremsen. Das Prinzip. Droht ein Auto zum Beispiel in einer Rechtskurve zu übersteuern, setzt ESP dem Giermoment durch Abbremsen des linken Vorderrades ein Korrekturmoment entgegen. Das Auto ohne ESP kann in dieser Situation ausbrechen. Insbesondere bei problematischen Fahrbahnbedingungen bietet ESP entscheidende Vorteile. Eine vorsichtige, den Straßenverhältnissen angepasste Fahrweise kann ESP aber nicht ersetzen. Für einen Radwechsel sollte das Auto auf ebenem Boden stehen und mit fest angezogener Handbremse gesichert sein. Die Schutzkappen von den Radschrauben abziehen. Dann Radschrauben lockern. Gegebenenfalls bei Diebstahlsicherungsschraube den Adapter einsetzen. Auf dem Adapter des Radschraubensicherungssets ist die Codenummer eingeprägt. Notieren Sie sich diese Nummer und bewahren Sie sie sicher auf, für den Fall, dass ein verlorener Adapter ersetzt werden muss. Wagenheber ausschließlich an der nächstgelegenen Markierung ansetzen. Fahrzeug hochkurbeln. Oberste Radschraube ganz herausdrehen. Durch Montagestift ersetzen. Anschließend restliche Schrauben herausdrehen und Rad abnehmen. Nabe und Anlagefläche des Rades sollen sauber und fettfrei sein. Nach Ansetzen des Reserverades Schrauben eindrehen. Danach mit dem Radschlüssel leicht festziehen. Jetzt Auto ablassen und Schrauben über Kreuz ganz festziehen.
Überprüfen Sie baldmöglichst den Reifendruck und lassen Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrauben kontrollieren. Muss Ihr A6 abgeschleppt werden, ziehen Sie das Gitter ab und schrauben Sie die Abschleppöse ein. Die hintere Abschleppöse, hier beim Quattro, ist fest eingebaut. Zum Einsetzen der Anhängervorrichtung, aufschließen, Handrad herausziehen und bis zum Einrasten drehen. Anschließend Anhängervorrichtung in Halterung einführen und einrasten lassen. Schlüssel abziehen und Schutzkappe aufsetzen. In der Bordliteratur finden Sie auch eine 24-Stunden-Notrufnummer in Deutschland und Adressen für die Hilfe im europäischen Ausland. Die Einparkhilfe misst per Ultraschall die Entfernung zu Hindernissen und warnt mit akustischen Signalen, deren Folge kürzer wird, je mehr Sie sich dem Hindernis nähern. Ab ca. 20 cm Entfernung erklingt ein Dauerton. Fahren Sie dann nicht weiter zurück. Wenn Sie Ihr Auto abstellen, können Sie mit der Komfortschließung der Zentralverriegelung alle Fenster und das Schiebedach schließen. Halten Sie den Schlüssel so lange in Schließstellung, bis Schiebedach und alle Fenster zu sind. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie den Schließvorgang immer beobachten. Das Auto ist jetzt verschlossen und die Diebstahlwarnanlage schaltet sich scharf. Mit dem Knopf auf der Innenseite der Fahrertürsäule lässt sich die Innenraumüberwachung der Diebstahlwarnanlage ausschalten, falls Sie zum Beispiel einen Hund im Auto lassen wollen. Die Funktionsanzeige der Diebstahlwarnanlage blinkt dann in langsamer Folge. Die wichtigsten Dinge über Ihren neuen Audi haben Sie in den vergangenen Minuten erfahren. Lesen Sie aber unbedingt noch die Betriebsanleitung Ihrer Limousine bzw. Ihres Avant. Sie enthält noch weitere wichtige Tipps. Nach Ausbau von Gepäckraumabdeckung, Trennnetz und Ladebodenabdeckung lässt sich im A6 Avant bei entsprechender Ausstattung eine Sitzbank für Kinder einbauen. Beide Befestigungsbolzen in Ihren Aufnahmen verriegeln, Klappfüße ausschwenken und sichern. Sicherheitsgurt in Führung einhängen. Sicherheitsgurt anlegen und Kopfstützen einstellen. Oberkante mindestens auf Augenhöhe. Kindersitze mit ISOFIX-System lassen sich mit Halterarmen verriegeln. Zum Sichern des Kindes: Gurt durch die Führung am Kissen ziehen, im Gurtschloss des Kindersitzes einrasten lassen und festziehen. Die hinteren Türen sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Zum Aktivieren: Schalter mit Fahrzeugschlüssel in Pfeilrichtung drehen. Die Tür ist jetzt nur noch von außen zu öffnen. Bei Avant-Modellen mit Kindersitzbank verfügt auch die Heckklappe über eine Kindersicherung, die mit einem Hebel am Schloss betätigt wird. Diese Kindersitze sind nur zwei Beispiele aus dem reichhaltigen Audi-Zubehörprogramm. Ihr Audi-Händler informiert Sie gerne über unser umfassendes Angebot.